Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In der sächsischen Stadt Bautzen flammen seit Wochen immer wieder Konflikte zwischen teils rechtsgerichteten Einwohnern und jungen Asylbewerbern auf. Gestern Abend eskalierte die Gewalt. Nach Polizeiangaben fingen die Flüchtlinge an. Die Behörden brachten mutmaßliche Anstifter an andere Standorte. Die Bewohner der Asylunterkunft dürfen nach 19 Uhr nicht mehr auf die Straße. Außerdem gilt ein Alkoholverbot. Am Abend wollte eine rechte Gruppe durch die Stadt marschieren. Die Innenstadt von Bautzen vor einer halben Stunde. Die Stimmung ist angespannt. Eine rechte Gruppe hat zum Marsch durch die Stadt aufgerufen. Seit Wochen gibt es hier auf dem Kornmarkt Abend für Abend Pöbeleien zwischen Deutschen und Flüchtlingen. Gestern aber schlugen die Beschimpfungen in Gewalt um. Laut Polizei greifen 20 jugendliche Flüchtlinge gut 80 teils angereiste Rechte an. Augenzeugen machen andere Beobachtungen, sprechen von bis zu 150 gewaltbereiten Rechten. Als die Polizei die Gruppen trennen will, fliegen Flaschen aus den Reihen der Asylbewerber. Die flüchten danach in ihre Unterkunft, verfolgt von den rechten Jugendlichen. Dieses Internetvideo soll die Ereignisse zeigen. Die ersten Attacken, so die Polizei, seien aber von den unbegleiteten minderjährigen Asylbewerbern, den sogenannten UMAs, ausgegangen. Die UMAs, von denen sozusagen dann Steine als auch Bierflaschen in Richtung dieser Gruppierung geworfen wurden, wurden von der anderen Seite, ca. 80 Personen, dann natürlich auch verbal attackiert. Und man hat versucht, sich dieser unbegleiteten minderjährigen Asylbewerber zu bemächtigen. In Bautzen gab es in den vergangenen Monaten immer wieder Konflikte. Im Februar ging eine unbewohnte Flüchtlingsunterkunft in Flammen auf. Im März wurde Bundespräsident Gauck als Volksverräter beschimpft. Die Atmosphäre in Bautzen ist bedrückend. Nach 17 Uhr gehört die Innenstadt den Pöblern. Ich finde es erschreckend und beängstigend, was jeden Abend hier in Bautzen los ist. Wir selber meiden die Stadt. Die Stadtverwaltung sieht dringend Handlungsbedarf. Wir fordern jetzt in dem Augenblick selbstverständlich mehr Polizeipräsenz, weil es ist eskaliert, es muss beruhigt werden. Und wir werden mit dem Landkreis zusammen unsere Strukturen mit Blick auf Streetworker aufbauen. Konsequenzen bekommen bisher nur die Flüchtlinge zu spüren. Der Landkreis hat eine abendliche Ausgangssperre gegen sie verhängt und ein Alkoholverbot. In der Ostukraine haben Regierungstruppen und prorussische Separatisten einen neuen Anlauf für eine friedliche Lösung des Konflikts genommen. Seit Mitternacht gilt eine Waffenruhe. Nach Einschätzung internationaler Beobachter hat sich die Lage seitdem entspannt. Erstmals seit Beginn der Krise reiste Außenminister Steinmeier mit seinem französischen Amtskollegen Ayrault in das umkämpfte Gebiet als Zeichen der Hoffnung. Beide hatten zwischen den Konfliktparteien vermittelt. Am Morgen im Hubschrauber der ukrainischen Luftwaffe. Zum ersten Mal reist Außenminister Steinmeier so nahe an die Frontlinie. Sein ukrainischer Amtskollege Klimkin wirkt skeptisch, ob die erst wenige Stunden alte Feuerpause halten wird. Steinmeier aber sieht eine Chance, es gebe positive Signale aus Moskau. Nach all der Zerstörung und dem diplomatischen Stillstand der vergangenen Monate fordert er nun rasche Fortschritte von Kiew bei politischen Reformen für die Konfliktregion. Nachdem die Waffenruhe jetzt gehalten wird, müssen wir sehen, dass wir auch in den anderen Fragen beim Amnestiegesetz, beim Sonderstatusgesetz, beim Lokalwahlgesetz weiterkommen. Wir werden jedenfalls uns bemühen in diesen nächsten Tagen und Wochen. Bis zu 70 Kilometer geht es an die Konfliktlinie heran. OSZE-Beobachter berichten von Bedrohungen und Angriffen bei ihrer Mission. Heute aber, am ersten von 7 angekündigten Tagen Feuerpause, sei die Lage abgesehen von kleineren Vorfällen ruhig. Neue Hoffnung? Der ukrainische Tonfall bleibt dennoch kämpferisch. Ich traue nie Russland in dem Sinne, dass Russland immer versucht, nicht Richtung Frieden zu gehen, sondern die Ukraine zu ruinieren. Bei allem Misstrauen, der Ball liegt auch im Feld der Ukraine. Denn eine immerhin weitgehend eingehaltene Feuerpause öffnet ein Zeitfenster. Ab kommender Woche soll der nächste Schritt erfolgen, der Abzug von Waffen und Truppen von beiden Seiten der Frontlinie in zunächst 3 Pilotzonen. Konkrete Zusagen, was politische Reformen angeht, etwa zur Vorbereitung von Lokalwahlen in der Ostukraine, will die Regierung in Kiew aber derzeit noch nicht machen.
Der Internationale Währungsfonds hat sein Hilfsprogramm für die Ukraine wieder aufgenommen und 1 Milliarde Dollar freigegeben. Das Land habe Fortschritte gemacht, hieß es in Washington. Nach dem Machtwechsel 2014 hatte der IWF ein Kreditprogramm über 17,5 Milliarden Dollar aufgelegt. Seit einem Jahr war allerdings kein Geld mehr geflossen, weil Kiew vor allem mangelnde Korruptionsbekämpfung vorgeworfen wurde. Präsident Putin hat heute die Halbinsel Krim besucht. Er nahm an einer Sitzung des Staatsrates teil, in der über eine Verbesserung der Verkehrsverbindungen nach Russland gesprochen wurde. Auf der Krim entsteht derzeit eine 19 Kilometer lange Brücke, die die Halbinsel mit Russland verbinden soll. Die Fertigstellung ist für Dezember 2018 geplant. Die Brücke sei ein wichtiges nationales Projekt, so Putin. Dadurch könnten Waren ohne Umwege zwischen Russland und der annektierten Krim transportiert werden. Deutschland und Frankreich fordern konkrete Maßnahmen zur Stärkung der EU. Einen Tag vor dem Gipfel in der Slowakei sprachen sich Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Hollande für eine Agenda von Bratislava aus. Ziel sei insbesondere der Schutz vor Terror und die Sicherung des Wohlstands, betonten beide Politiker in Paris. Der Gipfel steht auch im Zeichen des Brexit. Großbritannien wurde nach dem beschlossenen EU-Austritt nicht eingeladen. Es wirkte wie ein Blitzbesuch. Eine halbe Stunde lang stimmten sich Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Staatspräsident Hollande für den europäischen Sondergipfel ohne die Briten ab. Die europäische Gemeinschaft der verbliebenen 27 Länder erlebt eine schwierige Phase. Deutschland und Frankreich setzen deshalb auf Einigkeit und auf große gesamteuropäische Projekte. Deutschland und Frankreich wollen in dieser Stunde, in diesen Tagen Verantwortung übernehmen und deutlich machen, dass wir uns gut vorbereiten und dass wir auch die gleichen Prioritäten haben. Die politischen Differenzen zwischen Deutschland und Frankreich sind groß. Deutschland will Flüchtlinge integrieren, Frankreich überlässt sie eher sich selbst. Deutschland steht für einen rigiden Sparkurs, Frankreich will raus aus dem Spardiktat. Nun wollen sie die Differenzen beiseite lassen, stattdessen auf gemeinsame Projekte setzen. Zum Beispiel in der Verteidigungspolitik, die von den Briten immer gebremst worden war. Erste Priorität hat die Sicherheit. Wir müssen die Europäer schützen. Sicherheit an den Grenzen, Sicherheit für die Bedrohung von außen und Kampf gegen den Terrorismus. An zweiter Stelle soll die europäische Wirtschafts- und Sozialpolitik stehen. Von dem Gipfel in Bratislava erwarten Deutschland und Frankreich einen konkreten Fahrplan, wie und bis wann die wichtigsten Vorhaben erreicht werden können. Selten lagen Deutschland und Frankreich in der Europapolitik so weit auseinander. Wenn beide Länder nun demonstrativ und entschlossen zusammenrücken, ist das wohl ein Zeichen dafür, in welch turbulenter und labiler Phase sich die europäische Gemeinschaft gerade befindet. Deutschland schneidet mit seiner beruflichen Bildung im internationalen Vergleich überdurchschnittlich ab. Das geht aus dem jüngsten Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hervor. Danach verläuft der Übergang von der Ausbildung in den Beruf hierzulande reibungsloser als in den meisten anderen der 35 OECD-Mitgliedstaaten. Negativ zu Buche schlägt dagegen weiter die Situation derer, die keinen qualifizierten Abschluss schaffen. Anders als in anderen Ländern habe ihr Anteil nicht verringert werden können. Bundesministerin Schwesig dringt auf eine stärkere Entlastung von Familien. Die von Finanzminister Schäuble in Aussicht gestellte Erhöhung von Kindergeld und Freibeträgen reiche nicht aus, so die SPD-Politikerin. Einen Zukunftsreport im Auftrag ihres Ministeriums nahm sie zum Anlass für die Forderung, Leistungen mehr auf die veränderte Lebenswirklichkeit auszurichten, etwa durch bessere Unterstützung für die wachsende Zahl Alleinerziehender. Familie liegt im Trend. Sie wird den Menschen in Deutschland immer wichtiger und die Familienministerin ist motiviert, Dinge anzupacken. Ein Baustein für sie ist der Unterhaltsvorschuss, also das Geld, das Kinder von Alleinerziehenden bekommen, wenn Vater oder Mutter den Unterhalt nicht zahlen. Er ist aber jetzt begrenzt auf das 12. Lebensjahr. Das werden wir ausweiten auf das 18. Lebensjahr. Und viele bekommen den Unterhaltsvorschuss nur 6 Jahre lang. Auch diese Begrenzung möchte ich gerne aufheben. 260.000 Kinder würden von der Ausweitung profitieren, sagt Schwesig. Das Geld dafür soll der Finanzminister locker machen, mindestens 100 Millionen Euro. Der Finanzminister hat ja vorgeschlagen, für alle Familien das Kindergeld
um 2 Euro anzuheben. Das ist eine Pflichtanhebung, die reicht aber nicht für die Familien im Land, sondern wir müssen in diesem Atemzug auch den Unterhaltsvorschuss verbessern. Für die SPD ist das ein entscheidender Punkt in den Verhandlungen über schnelle Steuerentlastungen ab 2017. Parteichef Gabriel hatte sogar sein Veto eingelegt. Die CDU wehrt jedoch ab und nennt das Vorgehen ein bisschen Kindergeburtstag. Jetzt sollten wir erst über die steuerlichen Entlastungen, über die Erhöhung des Kindergeldes reden. Danach können wir dann auch über einen Unterhaltsvorschuss reden. Aber man sollte nicht immer was draufsatteln, so nach dem Motto, wenn der Herr Schäuble was kriegt, dann muss die Frau Schwesig auch was bekommen. Die SPD pocht auf mehr Hilfe für Alleinerziehende. Das ist ein Beispiel mehr, das zeigt, welche Strategie die SPD jetzt verfolgt. Klares Profil und klare Kante zeigen. Ein Jahr vor der Bundestagswahl könnte das dazu führen, dass sich die Regierungsparteien dann nur noch blockieren. Vom Europäischen Gerichtshof kommt eine wegweisende Entscheidung zu öffentlichen WLAN-Hotspots. Geschäftsleute, die solch einen freien Internetzugang anbieten, müssen im Grundsatz nicht für Missbrauch haften, etwa wenn Kunden Musik illegal herunterladen. Allerdings, so die Einschränkung der Richter, könne von den Betreibern verlangt werden, den Zugang durch ein Passwort zu sichern. So richtig glücklich sieht Tobias McFadden nicht aus, kurz nach dem Urteil in seinem Fall. Es ist ein kleiner Teilerfolg, aber es bleibt natürlich hinter den Erwartungen zurück und hat schon starke Einschränkungen und lässt eben nicht hoffen auf eine schnelle Verbreitung von WLAN-Netzen quer durch Europa. In seinem Geschäft für Licht- und Tontechnik hatte er seinen Kunden ein offenes WLAN-Netz zur Verfügung gestellt. Dann meldete sich Sony, wollte 800 Euro von ihm. Über sein WLAN wurde illegal ein Musikstück zum Herunterladen angeboten. Doch McFadden war zur fraglichen Zeit nicht in der Firma. Hintergrund ist die sogenannte Störerhaftung. Bietet zum Beispiel ein Geschäftsmann einen offenen WLAN-Zugang an und lädt eine andere Person darüber illegale Dateien herunter, ist umstritten, ob der WLAN-Anbieter dafür haften muss. Der EuGH entschied nun, der WLAN-Betreiber ist nicht für Rechtsverletzungen anderer verantwortlich, muss also zum Beispiel keinen Schadensersatz zahlen. Aber der Rechteinhaber kann den Betreiber darauf verklagen, dass er den Anschluss künftig besser sichert, also ein Passwort einrichtet. Dies hat der EuGH zur Sicherung der Rechteinhaber, also der Musikindustrie, der Filmindustrie, für notwendig gehalten. WLAN-Betreiber wie Tobias McFadden haben weiter das Risiko, dass sie auf Abmahn- und Gerichtskosten sitzen bleiben. Solche finanziellen Folgen sollte eigentlich das neulich beschlossene deutsche Gesetz zur Störerhaftung beseitigen. Doch es mehren sich die kritischen Stimmen, dass das neue Gesetz diesen Zweck unabhängig vom heutigen Urteil gar nicht erreicht. Die Folge ist Rechtsunsicherheit. Die deutsche Mannschaft kann sich bei den Paralympischen Spielen in Rio über einen wahren Medaillenregen freuen. Allein am heutigen Tag holte sie bislang 3-mal Silber und 2-mal Gold. Die Radsportler sorgen in Rio für reichlich Medaillenregen. Christiane Reppe siegte genauso bei den Handbikern wie Andrea Eskau, die nach Gold und Silber in Brasilien heute schon einen Blick vorauswarf. Ich glaube, morgen ist schon mal wieder Fokus Pyeongchang. Zuvor schon hatte Hans-Peter Durst Gold geholt. Der Dortmunder ließ der Konkurrenz im Zeitfahren keine Chance. Mit über einer Minute Vorsprung vor Ryan Boyle aus den USA gewann er seine erste paralympische Goldmedaille. Und das, obwohl sein Sattel sich schon kurz nach dem Start gelöst hatte. Nach Gold im Radsport gab es 2-mal Silber im Kanu. Kanu gehört erstmals zum paralympischen Programm. Tom Kiray gewann den WM-Titel in diesem Jahr in Duisburg. Aber heute fand der Berliner auf der Bahn 4 in dem Ukrainer Sergei Jemeljanov seinen Meister. Eine zweite Silbermedaille gab es bei den Frauen durch Edina Müller. Die Silbermedaille gewann auch David Behre über 400 Meter. Nach Gold in der Staffel und Bronze über 200 Meter lief der Leverkusener heute hinter dem Neuseeländer Liam Malone zu seiner dritten Medaille. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 16. September. Ein Tief beschert uns zusammen mit kühlerer Atlantikluft wechselhaftes Wetter. Heute Nacht gibt's hier und da Schauer oder Gewitter, die besonders im Westen kräftig sind. Richtung Nordosten noch überwiegend klar und morgen meist freundlich. Sonst gelegentlich Schauer oder Gewitter, die vor allem vom Nordwesten bis nach Sachsen und Thüringen sowie in Alpennähe häufiger sind und zum Teil Starkregen bringen. Im Nordwesten heute Nacht bis 17, an den Alpen um 10 Grad. Morgen im südlichen und westlichen Bergland unter 20, im Nordosten noch mal nahe 30 Grad.
Am Samstag vom Südosten bis in die Mitte teilweise unwetterartige Regenfälle, sonst wechselhaft. Am Sonntag teils Sonne, teils Wolken und kaum noch Schauer. Im Süden regnet es zum Teil noch ergiebig. Am Montag insgesamt ruhiger und meist trocken. Um 22.15 Uhr hat Thomas Roth diese Tagesthemen für Sie. Spurensuche in Sachsen. Wie kam es zum Gewaltausbruch von Bautzen? Außerdem, das ist Berlin. Warum in der Hauptstadt so viel schief läuft. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.